So, herzlich willkommen zu einem neuen Himmelweh-Vlog auf dem Weg durch den Park zur Apotheke. Ihr seht, das Display ist aus. Ich habe den Akku vollgeladen, komplett brachial voll. Er war im Haus, also ich war nicht draußen mit dem Rad, mit dem Akku. Ich habe ihn im Haus gelassen nach der wohlweislichen Anleitung von so manchem. Genau, und ich fahre jetzt erstmal ohne Akku-Unterstützung zur Apotheke. Und von da aus geht es gleich durch den Wald, 10 Kilometer Strecke ungefähr. Und dort wird ausprobiert, was, wie, wo mit dem Akku jetzt gehauen und gestochen ist. So, Kilometerstand zurückgesetzt. Wir sind vollgeladen, es kann losgehen, würde ich sagen. Ich weiß, dass das Ding 5 Geschwindigkeitsstufen hat. Danke nochmal für den Kommentar. Aber ich bin halt gerne in Geschwindigkeitsstufe 3 unterwegs gewesen bisher, weil es ist gemütlicher. Naja, dann wollen wir mal starten mit der kleinen Tour. Es ist nichts, eine kleine Runde, ungefähr 10 Kilometer müssten es sein, plus minus. Könnte auch ein bisschen mehr oder weniger sein, aber es ist halt mit Wald, mit hoch, auch mit nicht zu viel hoch. Von daher eigentlich Himmelweh-Terrain. Nee. Ich würde mal sagen, let's go. Da vorne geht es dann in den Wald hinein. Hey, richtig schön durch den Matsch, so muss das sein. Jawolla. Jawolla. Gib ihm. So. Ich bin gespannt, muss ich sagen. Ich bin gespannt, was der Akku an Leistung bringt jetzt. Was merklich ist, letztes Mal hat man ja 13,3 Kilometer habe ich gehabt und dann resettet. Wo ich gedacht habe, naja, kann ja irgendwo nicht sein, ne? Ach, das war die Federgabel. Und da vorne ist Durchfahrverbot, die fahren da alle lang. Ich weiß nicht, warum alle da lang fahren, aber ich fahre auch da lang. Also passt das schon. Aber wird schon passen. Bin ich als Kind gern gewesen. Hier hoch den Weg, kann man schön oben langlaufen. War immer sehr lustig. Mit dem Fahrrad ist das ja auch eine schöne Tour. Bin ich mit meinem Großvater immer gefahren, als ich noch klein war. Wenn ich jetzt heute keinen Urlaub hätte, ja, muss ich sagen, wäre das ein wunderbarer Ausgleich zu meinem Arbeitstag sonst. Wobei ich sagen muss, ich bin auch auf Arbeit ja viel mit den Kids draußen. Ja, das mache ich auch gern. Draußen sein. So, auf jeden Fall die kleine Ortskenntnis für diejenigen, die sich hier schon etwas auskennen. Wir sind hier in der sogenannten Himmelpforte. Es gab vor 400 Jahren ein Kloster hier. Und hier unten, wo wir gerade vorbeigefahren sind, da sind die ganzen Klosterteiche, nennen sich die, wo Fischzucht und so weiter betrieben wurde. Hier ist auch gerade das Schild, wo dran ich vorbeigefahren bin. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Hier vorne haben wir eine rote Stempelstelle zur Harzer Wandernadel. So. Und wenn man diesen Weg hier hoch geschafft hat, geht es jetzt eigentlich nur noch von hier aus bergab zur nächsten Gemeinde, zum nächsten Ortspunkt. Hier oben sind auch schon schöne kleine Wiesen, die man jetzt im, ja noch ist es ja Winter, die man jetzt im noch Winter ganz gut sehen kann. Im Sommer sieht man immer nichts hier, wenn man hier fährt. Da drüben und rechts jetzt sieht man, gut sieht man nicht, aber weiß ich, da ist ein Teich, doch jetzt sehe ich ihn auf jeden Fall. Ja, wir rollen hier mit 37 km/h Berg runter und da vorne irgendwo geht es dann rechts runter in Richtung des nächsten Dorfes. Und da haben wir eine kleine Hütte, Waldhütte, Wanderhütte.
Und der Mülleimer auch mal wieder geleert werden dürfte. Pilze des Waldes. Sehr schön. Ja, hier vorne sind wir schon. Dann geht's runter zum nächsten kleinen Dorf, zum nächsten kleinen Ort. Das ist die sogenannte Route Ost. Hier runter. Lange Hecke. Roter Berg. Ich ziehe mir mal meine Handschuhe an. Ich habe meine. Das sind meine Handschuhe, die ich sonst immer zum Schwalbefahren anhab. Ziehe ich mir jetzt mal an. Weil es doch auch trotz 12 Grad heute an den Fingern mir etwas kalt ist. Und es muss ja nicht sein, dass man friert. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Nicht wahr? Ne, habe ich schon ewig die Handschuhe. Habe ich auch noch mal in Rot gekauft. Als Handschuhe fürs Mountainbiken. Aber Mountainbiken ist ja jetzt nicht, hat sich ja jetzt nicht angeboten. So, zack, aber hier über die Brücke drüber. Und dann geht es hier links um die Ecke weiter, in der sogenannten langen Hecke. Ah, ich weiß, wie oft ich hier den Weg gefahren bin, weiß ich gar nicht. Also, ohne E-Antrieb bitte auch dazu, ja, also einfach so. Mit einem ganz normalen Fahrrad mit meinem Großvater damals. Ja, wenn man hier so lang fährt, kleine Bungalow-Siedlungen, ausgestorben, das hat sowas wie ja, so Feriendorf-Charakter, wenn man hier so guckt. Der Rote Berg, Treten des Grundstücks verboten. Hier einmal rein. Ja, also das hat auf jeden Fall so Lost Place-Charakter. Jetzt habe ich meinen Spiegel verbogen. Übrigens Spiegel, wie immer, nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, quietsch. Links geht's hoch. Wir fahren aber hier lang. Wie schnell das geht, wenn man über den Berg fährt. Schon ist man im Nachbardorf, wo man mit dem Auto sonst länger hin braucht, als das, was ich gerade hier gemacht habe. So, 4 Kilometer auf der Uhr drauf. Fährt sich ganz gut bisher. Ging ja auch jetzt entspannt runter. Jetzt nicht so viel, wo es hoch ging. So, und natürlich einmal hier hoch. Auf dem Fahrradweg. Dass man hier keine komischen Überholmanöver beschwört, so wie eben gerade. Das fast passiert wäre. Das kleine Dörflein hier heißt übrigens Darlingerode. Neben Ort von Wernigerode. Hier hinten ist die Kita. Direkt im Gebäude der Sparkasse. Okay. Wusste ich auch noch nicht. Und da unten drunter ist die Feuerwehr. Oh, da quietschen aber die Bremsen. Das sind nicht meine. Das muss ich gleich mal dazu sagen. Das waren nicht meine Bremsen. Eieiei. Ei, ei. Da hinten kommen da welche, aber hier ist eh rot gerade für die Autofahrer. Fahre ich immer um die Ecke. Und fahre mal nach, oh, ein bisschen länger. Hier ein bisschen weiter. Riechen tut es hier auch wie auf dem Land halt üblich, wenn man sich das vorstellt, nach Schweine- und Kuhkacke gerade. An der Nordsee sind, riecht das auch immer so. Ich mag das tatsächlich ganz, ganz gerne, den Geruch. Es fährt sich hier halt auch gut. Hier ist es jetzt überhaupt nicht bergig und den Akku interessiert es halt auch gerade überhaupt nicht. Ne? Jetzt 4 Kilometer. Mensch, das letzte Mal bin ich hier den Weg gefahren, da hatte ich noch das Q-Peloton, das Rennrad. Und meine Frau ist mit dem MTB gefahren, das ich im Verkaufsvideo präsentiert habe. Was vielleicht doch nicht verkauft ist, deswegen gut, dass die Anzeige noch nicht gelöscht wurde. Jetzt, ja, es ist vielleicht doch nicht verkauft, das ist Fragezeichen, aber ist okay. Derjenige kommt vorbei und macht eine kleine Probefahrt. So soll das sein. Und dann kann er sich entscheiden oder auch nicht für das Bike.
Wie gesagt, würde ich immer so machen, Probefahrt, ganz wichtig. Auch mit demjenigen dann das zu vereinbaren. Ja, da hinten in der Ferne ist das Schloss, das sieht man jetzt nicht so wirklich. Ja, Hasseröder Brauerei, ich weiß nicht, wem Hasseröder im Begriff ist. Wir selbst, Wernigerode, sind jetzt nicht so die Hasseröder-Trinker, wie ich kenne. Aber das muss wahrscheinlich auch daran liegen, dass es halt ein örtliches Bier ist und man ja doch eher auf das steht, was ein bisschen weiter weg ist. Ne? Wenn ich jetzt hier noch ein bisschen weiter fahre, komme ich gleich an die Bundesstraße. Beziehungsweise ist es ja nur eine Landstraße hier vorne, wo es dann gleich weiter rüber geht. Der sogenannte Zubringer zu unserer Autobahn. Was mich mal interessieren würde, wie lange hält so ein Reifen? Was ist eure Erfahrung, ihr Hemingway-Fahrer? Wie lange hält so ein Reifen? Billig sind die Mäntel ja nur auch nicht. Ne? Geschweige denn die Schläuche dann auch dazu. Aber es muss ja auch nicht billig sein. Es ist halt nur die Frage, wie viele Kilometer macht sowas? Ne? So, wenn der Zeitpunkt dann erreicht ist, dass man auch gut erstmal für Nachschub sorgen kann, ohne dass man in der Luft hängt, so ungefähr. So, der Kommentar hier unten zu der Steckdose war auch noch mal da, dass es vielleicht ja doch sein kann und dass es vielleicht Mumpitz ist. Ich werde es irgendwann mal ausprobieren, habe ich mir jetzt vorgenommen. Ich probiere es einfach mal aus. Und dann kann ich es ja berichten. Ne? Ich kann ja berichten, wie es sich gemacht hat. Und ich kann auch schon mal in näherer Zukunft vielleicht nicht, aber in Zukunft sagen, dass dieser Cruiser hier das Fahrrad von meiner Frau werden wird, weil ich selber erfahren habe, dass wir von unserer Arbeitsstelle aus nun doch das Jobradangebot in Aussicht gestellt bekommen. Näheres weiß ich noch nicht dazu. Auf jeden Fall ist es etwas, worauf ich warte. Dann wird es natürlich auch weiterhin Videos geben. Nur halt keine Hemingway-Vlogs, sondern Bike-Vlogs, Fahrrad-Vlogs wird sich dann anschließen. Es sei denn, ich sage, nö, ich fahre doch lieber den Hemingway-Cruiser, weil er ist einfach eins und das ist er. Er ist bequem. Er ist einfach verdammt bequem zu fahren. Ohne jetzt sich groß anstrengen zu müssen, macht man das hier. 7 Kilometer haben wir gleich. Wie heißt das so schön? Das ist idyllisch. Es kommt mir gar nicht so vor, als wäre das jetzt hier ja Winter. Es kommt mir eher so vor, ja, wie wirklich jetzt wie Frühling. Ich meine, in der nächsten Woche ist es März, wenn ihr das Video seht. Ja, ist es ja noch ein bisschen weiter hin schon, aber es ist einfach schön. Auch einen grinsenden Menschen gerade gesehen, der mit seinem E-Bike gerade die Runde jetzt fährt, die ich gerade gemacht habe. 8,7 Kilometer. Gut, ich sag mal, die Tour wird länger auf jeden Fall, weil alleine von hier aus sind 6 Kilometer Richtung Heimat. Aber der Akku ist immer noch bei seinen 5 von 5 Balken, das heißt, ich denke mal, es liegt tatsächlich dran, wie bin ich mit dem Akku umgegangen. Und vielleicht war er auch irgendwie schon ein Stück entladen auf irgendeine Art und Weise, vielleicht nicht voll gewesen. Ich weiß es nicht. De facto jetzt sehe ich keine Probleme mit der Reichweite. Das wäre nicht fair, Hemingway gegenüber jetzt zu sagen, ihr habt Scheiße gemacht. Nee, das wäre überhaupt nicht fair, weil es nicht so ist. Also schwächelt der Akku auch nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, die Gesten
eine Dame am Steuer waren eindeutig, so ungefähr, wo soll ich hin, sag's mir, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, ist schwierig, ich meckere ja auch gar nicht. Wobei hier am Autohaus, hier haben wir unseren abgekauft, unseren kleinen VW ab, der uns 50 Kilometer am Tag der Abholung danach in Flammen aufgegangen ist. Nein, in Flammen nicht, aber naja, gefühlt schon. Elektrik zerschossen hat und alles. Gibt's Videos auf meinem Kanal Eddie Blue dazu. So, die 10 Kilometer haben wir. Akku schwächelt auf keinensten, also alles easy. Sehr schön. Danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Für diesen Himmelweh-Vlog verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr konntet mich einigermaßen gut verstehen. Aber ich denke schon, so windig ist es heute nicht. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, meine Lieben. Bis dann.